even get to cross. Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge X-Plane 11 und heute mal mit einem neuen Add-on-Flugzeug, ein Freeware-Flugzeug und zwar der Socata TB30 Epsilon. Ist eine militärische Maschine, sieht man ja auch an den Piloten, nicht schwer zu erkennen. Wird hauptsächlich als Vorstufe zum Jetfliegen benutzt. Quasi ein Trainer. Und ist mit einem doppelsitzigen Cockpit ausgestattet. Wie im Jet hintereinander Fluglehrersitz, soweit ich weiß, hinten. Und ich dachte, ich schaue mir das Maschinchen mal an. Wir werden mal ein bisschen so die Flugeigenschaften checken hier, ob auch Kunstflug tauglich das Ganze ist. Wir fahren mal die Klappen aus. So, Kunstflug müsste eigentlich machbar sein. Wie gesagt, ist ja quasi mit Jet-ähnlichen Flugfähigkeiten ausgestattet und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wir müssen nur kurz warten. Da hinten kommt eine Maschine. Die müsste eigentlich gleich abdrehen. Ja, und zwar jetzt. Was haben wir denn da? Ah, ein Tankflieger. Der dreht jetzt auch ab, weil wir hier die Fahrbahn blockieren. Beziehungsweise die Start- und Landebahn. Und da würde ich sagen, der ist jetzt vorbei. Und wir können eigentlich starten. Und das werden wir jetzt auch tun. Und ich bin gespannt, wie das Flugverhalten etc. ist. Bin ich echt gespannt, wie das Ganze hier so abgehen wird. Verdacht auf Vergaservereisung, okay. Okay, ich gebe mal volle Leistung. Kamera buggt hier ein bisschen rum. Warum auch immer. Gab es ja auch ein Update bei X-Plane 11. Soweit ich weiß. Ich habe immer das Gefühl, zu Anfang, wenn Spiele rauskommen, laufen die immer perfekt. Je mehr Updates kommen, desto schlimmer wird es. Wie man jetzt hier aussehen kann, ist das irgendwie nicht cool. So, wir sind aber ganz gut gestartet und kommen auch ganz gut weg. Und dann würde ich sagen, versuche ich erstmal so ein bisschen Höhe zu erreichen. Und dann werden wir mal schauen, was wir hier so kunstflugtechnisch auf der Kette kriegen. An sich muss ich sagen, der Flieger lässt sich sehr gut steuern. Ja, Steigrate ist auch sehr cool. Hat ordentlich Leistung. Triebwerksleistung ist wahrscheinlich überdimensioniert, weil ist halt ein Trainer und da werden wahrscheinlich verschiedene Fluglagen, die im Jet auch geübt werden, mit dem ebenso geflogen. Und das ist schon ganz cool, das Flugzeug. Wir schauen mal eben ins Cockpit. Ist leider nicht so detailliert. Also ist zwar alles vorhanden, sieht aber jetzt nicht so spektakulär aus. Hier ist ein Fehler übrigens in der Cockpitverglasung. Aber wie gesagt, das ist ja auch alles Freeware hier. Und es geht ja eigentlich ums Flugmodell. Und da werden wir jetzt gleich mal schauen, was machbar ist. Ich weiß gar nicht, warum das hier so rumzuckelt. Wenn hier kleine Fehler sind, bitte ich euch, die zu entschuldigen. In der Perspektive ist es nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Scheint wohl ein bisschen fehlerhaft zu sein. Dann würde ich sagen, testen wir mal hier Strömungsabriss.
So, lassen ihn so ein bisschen auf den Heck rollen und da geht's abwärts. Dann würde ich sagen, Vollschub. Und dann werde ich mal versuchen, ob wir hier ein Looping hinkriegen. Was ja grundsätzlich machbar sein müsste. Ja, ist auch ohne Probleme. Oh. Da gehe ich mal ins Cockpit. Okay, wahrscheinlich schon hart am Limit hier mit den G-Kräften. So, und da ziehen wir in Blackout. Und da ist es schon passiert. Überzogen, ab geht's. Und ja, war auf jeden Fall Fail. Da müssen wir nochmal einen neuen Flug starten, weil ich gerne auch eine Landung mit diesem Flugzeug ja, ausführen möchte. Und neuen Flug müsste jetzt relativ schnell gehen mit dem Laden. Und ja, vom ersten Eindruck her ist ein cooles Flugzeug. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Was war das denn jetzt hier? Ah, das ist wieder die KC-10. So ein bisschen nervig ist, ja, dass hier so ein bisschen Faxen am Start sind. So Klappen habe ich jetzt nicht ausgefahren. Ich will direkt senkrecht hochziehen. Ja, ist jetzt nicht professionell, aber ich will mal schauen, ob das hier mit dem Flieger ohne Probleme funktioniert. Was eigentlich machbar sein müsste, dass wir schnell auf Höhe kommen. Ja, das schafft die Maschine. Ohne weiteres. Okay, jetzt sacken wir ein bisschen ab. Ich muss mal ein bisschen gegensteuern. Okay. Das schien vorhin gerade irgendwie so ein Problem zu sein. Ich guck mal, ob es jetzt hier noch rumzappelt mit der Kamera. Nö, eigentlich nicht. Dann nehme ich das zurück mit den Update-Fehlern. Scheint ja jetzt relativ okay zu sein. Ja, Ansicht, Maschine, schöne Maschine für eine Freeware-Maschine. Ja, ausreichend detailliert, würde ich sagen. Da gibt es irgendwie. Ja, nichts zu bemängeln, außer jetzt die Cockpitverglasung. Schauen wir nochmal, ist der Fehler noch vorhanden? Ja, da ist noch der Fehler vorhanden. Ja, okay, wir waren zu langsam. Unter 130 ist nicht gut. Habe ich gerade festgestellt. Und ja, da würde ich sagen, wir gucken nochmal Rückenlage. Ob das irgendwie Probleme macht? Ah, okay. Macht es nicht. Ah, okay. Funktioniert alles ganz gut. Dann würde ich sagen, ja, viel mehr gibt es auch gar nicht zu zeigen hier zu der Maschine. Mein Crash war jetzt auch nicht gerade professionell, gebe ich zu. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, die Maschine hier schön sanft noch zur Landung zu bewegen. Und ich hoffe, das klappt ganz gut. So, Geschwindigkeit sollte natürlich auch entsprechend noch vorhanden sein. Wie gesagt, 130, 140 ist so die Marke, wo es dann eher ungemütlich wird. Ich verstehe gar nicht, warum ich jetzt hier nach rechts roll. Ich habe jetzt irgendwie gar keinen Steuerbefehl gegeben. So, und dann würde ich sagen, kommt ein
geschmeidiger Landeanflug noch für uns in Frage. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Was eigentlich funktionieren müsste. Ich muss jetzt mal eben auf die Geschwindigkeit schauen. Ob ich die Klappen rausholen kann. Nö, kann ich noch nicht rausholen. Höchstgeschwindigkeit der Klappen überschritten. Das ist sehr uncool. Ja, hier, ich mache einen Fehler nach dem anderen. So. Ja, wird ein bisschen schwierig, denke ich. Na, Fahrwerk fahre ich schon mal aus. So, mich zieht es jetzt momentan hier so ziemlich nach rechts. Ich glaube, ich habe ein bisschen Klappenproblem. Keine Ahnung. Ja, okay, ist zwar irgendwie mies. So, da habe ich auch schon wieder einen Ruckler. Ist gerade echt ein bisschen nervig. So, da würde ich sagen, gehe ich mal ins Cockpit. Ein bisschen mehr Klappen und auch wieder ein bisschen mehr Leistung, weil sonst geht es hier bergab. Ja, alles gut. Ja, mit der Cockpitverglasung ist so ein bisschen ärgerlich. Da landet auch die KC-10. So, und dann müsste ich jetzt hier auch schön aufsetzen können. Ganz butterweich. Ja, ich würde sagen, das ist doch super gelungen. Ne, die KC-10 ist auch durchgestartet, sehe ich gerade. So, hat super funktioniert. Also Landung und Start ist hiermit überhaupt kein Problem. An sich, ja, ist die Socata TB30Y ja jetzt nicht das Ultra-Modell mit möglichst detailgetreuer Dichte und möglichst realistisch. Aber das ist völlig ausreichend und ist eine spaßige Maschine. Sieht auch nicht zu schlecht aus. Allerdings bei der Steuerung, ja, so ein paar Ungereimtheiten. Und halt hier, ich zoome mal ran, die Cockpitverglasung, da ist so ein bisschen was schief gelaufen. Aber da kann man noch drüber hinwegsehen, wenn man jetzt nicht ja, sehr pingelig ist. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Video am Ende. Ja, wenn euch das Video einigermaßen gefallen hat oder ihr sagt, hey, super Sache, den Flieger kannte ich noch nicht, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder schreibt mir gerne auch einen Kommentar. Ja, ansonsten, wenn euch meine Videos generell gefallen, würde ich mich über ein kostenloses Abo eurerseits freuen. Da freue ich mich immer mega drüber. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin jetzt raus und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal. Bis dann.